Nintendo. Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Wie gestern im Reaction zum Trailer angekündigt, gibt es heute noch ein Video, was sich ein bisschen mehr mit den neuen Infos beschäftigt, die vielleicht auch gar nicht im Trailer gezeigt worden sind. Fangen wir also an. Erstens gibt es auch wieder viele unterschiedliche Farben von Federn. Wir haben hier nur die lila Feder gesehen. Es wird aber zum Beispiel auch wieder die Regenbogenfeder geben. Das heißt, die ganze Farbpalette an Federn ist wieder dabei. Ab dem 1. Februar kann man in Nepp und Schlepps Laden die neuen Möbel, also die Karnevalsmöbel, kaufen, um sich für Karneval vorzubereiten. Das bedeutet, unten links, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, unten links wird es wieder das Sonderangebot-Sektionsfläche geben, wo ihr dann die Möbel kaufen könnt. Jeden Tag wird dann ein anderes Möbelstück dort im Angebot sein. Außerdem könnt ihr bei Tina und Sina die Samba-Kostüme, also die Karnevalskostüme, kaufen und euch dementsprechend auch schon für Karneval vorher vorbereiten. Die neuen Emotionen können vom 1. bis zum 15. Februar bei Nepp und Schlepp im Schrank gekauft werden. Dort könnt ihr die Emotionen sozusagen kaufen einfach. Es gibt vier neue, die seht ihr hier auf dem Bild. Sehen zwar ganz cool aus, aber ja, auch nichts Weltbewegendes, for real. Zudem wird es einige neue saisonale Items bei Nook Shopping geben, angefangen mit Zetsubun, das ist ein japanischer Feiertag. Dort wird es wieder das Bohnenkörbchen bis zum 3. Februar geben. Das Bohnenkörbchen kennen wir bereits aus New Leaf und es war ein super cooles Item, man konnte sogar kleine Bohnen werfen. Und diese Oni-Perücke, die ihr hier auf dem Bild seht, lässt sich bei Tina und Sida in der Schneiderei ab dem 1. Februar kaufen. Auch wenn wir kein richtiges Event zum Valentinstag bekommen, können wir vom 1. bis zum 14. Februar diese Herzchenschokolade und das Rosenbouquet kaufen. Aber mehr leider nicht. Bis zum 15. Februar erhalten wir den Footballteppich und das Megafon zum Anfeuern. Ich muss hier leider einige vorab erstmal enttäuschen. Es ist nicht das Megafon, das wir aus New Leaf kennen. Die Nintendo Switch hat nämlich überhaupt gar keinen Mikrofoneingang. Deswegen wäre das auch gar nicht möglich, das Feature, wie wir es aus New Leaf kennen, in New Horizons zu übertragen. Das Megafon ist rein zum Interagieren, wie zum Beispiel auch das Bohnenkörbchen einfach zum Werfen der Bohnen ist. Damit kann nicht mehr gemacht werden. Diese kleine, fast süße Rosetti-Figur gibt es noch bis zum 2. Februar im Nook Shopping-Katalog zu holen. Ich werde sie wahrscheinlich auch holen, einfach um sie irgendwo hinzustellen und Rosetti mal zu sehen, denn bisher können wir ihn ja nur hören, wenn wir die Notrettung rufen. Vom 10. bis zum 17. Februar bekommen wir hier diese kleine Tasche zum koreanischen Neujahr. Die können wir ebenfalls bei Nook Shopping runterladen bzw. uns kaufen. Ebenfalls vom 10. bis zum 17. Februar können wir uns dieses Item runterladen. Das ist ein Hongbao und gehört zum chinesischen Neujahr. Und ein kleiner Side-Fact für euch, ich bin ja halb Chinesin. Deswegen ist das Item für mich schon irgendwie sehr viel wert. Da wird normalerweise immer Geld verstaut, beziehungsweise da macht man einfach immer Geld rein und schenkt es den anderen Leuten. Und das ist eine ganz wichtige Tradition in China. Und ich denke, ich werde auch für chinesisches Neujahr zu meiner Familie wieder fahren oder werde ich auch ein paar Hongbaos bekommen. Das heißt einfach roter Umschlag. Und ja, ich freue mich darauf sehr. Und natürlich gibt es auch immer eine kleine Belohnung, wenn wir das Update runterladen. Für dieses Update wird es eine Sambra sein, diese Musikinstrumente, die wir dann per Post von Nintendo erhalten werden. Und es sieht auch ganz cool aus. Man kann wahrscheinlich auch nur mit denen interagieren und ein bisschen Musik machen. Wird bestimmt ganz witzig. Abschließend gibt es noch eine mehr oder weniger große Ankündigung, denn die Sanrio Amiibo-Karten werden nachgedruckt und im März dann wieder verkauft. Und das bedeutet wahrscheinlich, ich sag mal so zu 99%, dass die Sanrio-Bewohner wieder ins Spiel kommen. Und ich zeige sie euch nochmal kurz hier. Das sind die sechs. Ich glaube, es sind sechs. Aber ich zeige euch die Bewohner einfach mal hier. Und ich persönlich würde auf jeden Fall Chelsea direkt holen, das Reh. Weil ich eine Rehinsel habe und sie passt da perfekt einfach drauf. Und einfach die Möbel sind mega cool. Ich denke, wenn die Bewohner kommen, kommen auch die Möbel. Und ja, neue Bewohner sind immer gut. Auch wenn es jetzt so ein bisschen irgendwie untergegangen ist und die das gar nicht richtig angekündigt haben im Trailer, wurde es auf der japanischen Webseite und auch auf den japanischen oder sogar auf den deutschen Social Media Kanälen veröffentlicht. Und ich bin sehr gespannt auf den März. Das kommt dann wahrscheinlich zum März-Update auch erst ins Spiel rein. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich am Daumen nach oben freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei. Dort streame ich fast jeden Tag aktuell. Ich bin ein bisschen in der Minecraft-Sucht gefangen, muss ich sagen. Falls ihr Bock auf Minecraft habt, schaut gerne vorbei. Tschüss!